Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 3. Ja, wir haben in der letzten Folge mit ihr, Myra Brown, gesprochen. Sie hat uns einen schönen Auftrag gegeben. Wir sollen ein Super-Duper-Mart irgendwo in der Gegend ausplündern. Also nicht hier in der Stadt drin, sondern in der Welt da draußen, die es früher mal gab. Ja, ansonsten hat sie uns erlaubt, dass wir an ihrer Werkbank rumspielen und das würde ich gerne mal ausprobieren. Sie wissen noch nicht, wie man sich selbst an der Waffe baut. ja, gut, okay. Schön aufgeflogen. Das war so das Erste, was ich eigentlich machen wollte, als ich ja, dieses Video anfangen wollte. Hab mir extra nochmal angeschaut, was ich vorhab. Ja, Ende vom Lied ist, das, was ich machen wollte, kann ich nicht machen. Yay, super. Ich weiß, dass ich letzte Folge ganz, ganz viel durch die Ortschaft geirrt bin. Und ich weiß, dass ich noch nicht alles aufgesucht hatte, zum Beispiel Moriartys Saloon. Den habe ich auch nicht aufgesucht, weil ich da erst zum Schluss hin wollte, wegen Papa und so. Der Auftrag Papa retten würde dann, glaube ich, weitergehen. Da gibt es dann Informationen dazu und ich weiß nicht, ob ich mich dann nochmal hierher bemühen würde, bevor ich alle anderen Aufträge erfüllt habe und so. Deshalb bin ich da nicht hin. Gut, ich schaue mal in unserem Pip-Boy nach. Zu Notizen. Alle Notizen anzeigen. Aktuelle Aufgaben. Wir haben eigentlich gar nichts zu tun. Kann ja nicht sein. Ich weiß zum Beispiel, dass wir den... Ah, Aufgaben, Aufgaben, das wird sein. Genau, den Auftrag möchte ich jetzt erstmal nicht machen, den können wir vielleicht mal ausschalten. Blutsverwandtschaft, das ist von Lucy West. Lucy West hat uns losgeschickt, wir sollen ein Dorf aufsuchen, wo sie herkam. Lebensmittel und Medikamente finden. Funksignal der Ausgestoßenen untersuchen. Irgendwas im Ödland. Nach Pitt. Flussschiff untersuchen. Okay, das haben wir alles gemacht. Da sind wir durch. Na gut, mehr Aufgaben gibt es wohl hier erstmal nicht. Glaube ich. Bei den Dings hatten wir schon von seinen Drogen befreit, den... Ach, jetzt fällt der Name mir nicht mehr ein. Den Stahl, wie hieß er noch? Leo Stahl. So. Die Kuh melken können wir nicht, auch schade. Wir brauchen ein paar Erfahrungspunkte. Schade, 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 dass wir da nichts weiteres kriegen. Dann können wir nämlich uns steigern, dass wir diese Rohre wieder reparieren können und die Atombombe entschärfen. Dafür brauchen wir, ich glaube, für die Atombombe 25 in Sprengstoffe. Und... Hallo, Botti. Willkommen in Megaton. Wer bist du? Einen angenehmen Aufenthalt. Wasser. Hilfe. Hallo, Vicky. Haben Sie etwas Wasser für mich? Ich habe solchen Durst. Was ist das für ein Ort? Eine Art Stadt? Das ist Megaton. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie in einem Loch gelebt oder was? Megaton irgendwie schon. Kennt doch jeder. Wir haben genug Wasser da drin, aber sie geben es nur den Ansässigen oder den Leuten, die dafür bezahlen können. Ah ja. Egal was für Wasser? Ich trinke die ganze Zeit schon diese verstrahlte Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich muss sofort kotzen. Ich brauche aufbereitetes Wasser. Bitte! Ja, anscheinend habe ich nichts dabei. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen kein Wasser geben. Bitte.
wenn sie was davon finden. Bitte. Okay, Miki, ich werde mal schauen, ob ich was finde. Ich frage mich auch gerade, ob ich irgendwo sehen kann, wie viele Erfahrungspunkte ich noch brauche, um die nächste Stufe zu erreichen. Ah, da steht schon. Es sind 33. Perfekt, 33 Erfahrungspunkte sollte ja irgendwie machbar sein. Und dann sind wir mächtig. Sogar schon Stufe 2, nee, 3. Wir sind ja schon mal aufgestiegen, als wir dieses Vault verlassen hatten, in dem wir aufgewachsen sind. Und die Oberwelt endlich betreten haben. Tja. Tja, die Frage ist jetzt zum Super-Duper-Markt. Oder wollen wir... Da muss ich erstmal einen Wegpunkt festsetzen. Kraft des Atoms. Oder Blutsverwandtschaft. Ich würde sagen, wir suchen den Super-Duper-Markt auf. Super-Duper-Markt in die Richtung. Zumindest laut unserem Kompass. Da kommt doch was. Ich höre dieses Getippel und Getappel. Kann aber nichts sehen. Da! Oh Mann! Oh Mann! Ich bin jetzt schon heilfroh, dass es nur einer ist. Oh Mann! Geh weg, du Monsterameise! Halb besiegt haben wir sie schon. Ja, ich bin etwas übervorsichtig. Schließlich spiele ich das Ganze auf schwer. Und wir sind noch ganz am Anfang von dem Spiel. Also uns kann auch eine puppige kleine Riesenameise wahrscheinlich schon umbringen. Möchte ich nicht riskieren. Ich muss besser schießen. Ah, so geht's. Du lebst noch? Jetzt habe ich gleich meine ganze Munition verballert auf eine Ameise. Das war knapp. Und das Ganze für ein bisschen Ameisenfleisch. Und so viel zum Thema Kosten-Nutzen-Rechnung. Da ist der schwebende Roboter. An den kann ich mich erinnern. Ist zwar ein bisschen her, aber den kenne ich noch. Kann ich da irgendwie zu den Mülltonnen? Die sehen aus, als hätten die eine gewisse Speicherkapazität, die genutzt wird. Nein. Aber hier. Das ist doch mal gut. Und da ist ein Auto nichts mehr, in den Autos nichts mehr drin.
Yay, jetzt bin ich gerade erschrocken, weil ich gerade so eine Fliege gehört habe. Ich vermute mal, die war im Spiel und nicht hier im Zimmer. Zumindest habe ich keine Fliege im Zimmer bis jetzt ansonsten wahrgenommen. So, wir sind fast wieder auf richtigem Weg zum Super-Duper-Markt. Machen wir das alberne Gewehr weg. Oh nein. Noch so eine Ameise. Na gut, versuchen wir hier außen rum zu laufen. Direkt durch dieses... Ja, durch den Schutt und so weiter möchte ich vielleicht nicht. Das sieht so aus, als wäre da immer wieder irgendwelche Monster. Irgendwelche Begegnungen, die ich nicht haben möchte. So. Au, au, die können ja schießen. Was sind das denn für Fliegen? Das ist nicht fair. Bleib stehen. Ich hoffe, du warst alleine. Yay, der hat uns zugerichtet. Da fällt mir ein. Wir hatten doch von der Dame ein Kleidungsstück gekriegt. Wer sagt's denn? Das Ding hat ein gutes Stück mehr Rüstungsschutz und viel mehr Wert als das, was wir anhaben und wiegt das gleiche. Und da. So, das lohnt sich. Da sind wir jetzt viel besser geschützt. Hätte ich mir vielleicht viel Schmerz ersparen können bis hierher. Na gut, jetzt sind wir endlich besser ausgerüstet. Da unten langs. Irgendwo durch diese riesige Stadt müssen wir, um dann zum Super-Duper-Markt zu kommen. Und hier vorne liegen ein paar Kisten rum. Vielleicht ist da ja was Wertvolles drin. Ja, ich hätte meinen Glückswert erhöhen sollen. Kernspaltungsbatterie. Naja, zumindest klingt das wertvoll. Da war noch, da sind Lichtstrahlen. Irgendwer oder irgendwas ballert da hinten durch die Gegend. Der Sache traue ich jetzt nicht mehr. Ich sollte vielleicht nicht dieses Altmetall einsammeln, das ist es normalerweise nicht wert. Oh ja, 10mm Pistole, Munition ist es wert. Hier ballert auch jemand hin, obwohl ich versteckt bin. Lange Zigaretten, sehr gut. Die Trainingshandbuch. Ein Buch, das nicht kaputt ist. Und irgendwer, der mich entdeckt hat, Ofen. Das ist ein Topf. Topf. Nee, nee, nehme ich nicht mit. Brauche ich wohl eher nicht. Aufstehen. Lauf. Wow, haben die uns zugerichtet. Also, dass wir dir das Buch geklaut haben, nehmen die uns echt übel. Puh. Das hätte ja auch schief gehen können.
Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob die auch aufhören, uns zu verfolgen. Und vor allem wann? Tja, und jetzt haben wir endlich die Stadt erreicht. Ich sollte vielleicht mal in dieses Buch reinschauen. Wenn ich es schon habe, sollte ich es auch gleich nutzen. Ameisenfleisch, Blähfliegenfleisch, Steak, Buffout. Da ist es. Chinesische Armee, Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Schleichen um 1 erhöht. Okay. Das ist viel wert. Hoppla. Hey. Hilfe! Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst, dass man da so halbwegs reinlaufen kann. Muss man aber aufpassen, da hängt man nahe fest und wenn man dann irgendwie gerade in einen Kampf hinein schlittert, ist man sofort oder so gut wie sofort tot. Was ist das? Oh, jetzt echt für einen Eingang gehalten. So, bei den wenigen Trefferpunkten, die ich habe, sollte ich was tun. Stimpak? Stimpak. Noch ein Stimpak. Da ist ein Kind. Diese Monster, die werden mich kriegen. Ryan Wilkes. Beruhig dich, Kleiner. Nein, diese Dinge werden mich kriegen. Ich muss weitergehen. Hey, Kleiner, ich bin groß und stark und kann mich um dich kümmern. Sie sehen stärker aus als die anderen Erwachsenen. Können Sie mich beschützen? Na, ich weiß nicht, aber ich könnte es ja mal probieren. Oh, das ist gut. Ich würde ja gern helfen, aber dazu muss ich schon mehr wissen. Diese großen Dinger. Ganz Graded schwimmelt von ihnen und sie haben alle Leute umgebracht. Bitte, bitte suchen Sie meinen Papa. Was ist hier passiert? Es war früher irgendwie schön. Dort hat uns keiner belästigt. Ich glaube, das lag daran, dass wir so nah bei Washington waren. Wir waren 7 Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich glaube, ich bin als einziger übrig. Alle anderen wurden von diesen Viechern geholt. Kanntest du die anderen in der Stadt sehr gut? Ich habe die Leute nicht gut gekannt. Keiner ist lange in Graditch geblieben. Die Ruinen von Washington sind nicht besonders schön, um dort zu wohnen. Papa hat auch immer davon geredet, bald wegzuziehen. Wir waren ungefähr seit einem Jahr hier. Wer hat sonst noch in Graditch gewohnt? Abgesehen von mir und Papa gab es dort Dr. Lesko, der bei uns wohnte, und dann noch Will Brandes mit seiner Mama und seinem Papa. Ich glaube, sie sind jetzt alle verschwunden. Ich hätte doch noch eine andere Frage. In Ordnung. Was ist denn? Kann ich dich etwas über die anderen Leute fragen, die hier gelebt haben? Nur zu. Es ist auf jeden Fall nett, überhaupt mit jemandem darüber sprechen zu können. Erzähl mir von diesem Doc Lesko. Das war ein seltsamer Mann. Er hat Papa ein paar Kronkorken dafür bezahlt, ihm zu helfen, eine Hütte zu bauen und viel Kram hineinzutragen. Papa nannte ihn einen Eierkopf, aber ich weiß nicht wieso. Weil sein Kopf hat ja gar nicht so sehr wie ein Ei ausgesehen. Und wo hat Dr. Lesko gewohnt? Er hat seine ganze Zeit in dieser Hütte neben unserem Haus zugebracht.
Jedes Mal, wenn ich da reingeschlichen bin, hat er vor diesem seltsamen Fernsehgerät mit den grünen Wörtern gesessen und auf Tasten gedrückt. Hast du eine Ahnung, was Dr. Lescu in Graditch wollte? Keine Ahnung. Er war ein netter Mann, wollte aber nie mit mir spielen. Wir haben kaum miteinander geredet. Ich weiß nur, dass er weg war, als die Ameisen kamen. Ich glaube, sie haben ihn erwischt. Hat Dr. Lescu in seinem Labor irgendwelche seltsamen Sachen? Weiß nicht. Er hat allen möglichen Krimskrams gehabt. Kisten mit ganz vielen Lämpchen, ein paar merkwürdige Flaschen aus Glas. Ach, warten Sie mal. Er hat auch einen großen, scheppernden, glänzenden Mann gehabt. Der war irgendwie ulkig. Und die anderen Leute von Graditch? Ja? Erzähl mir von der Familie Brandis. Naja, da gab's Will. Er war sowas wie mein Freund. Und dann war da noch sein Vater und seine Mutter. Wo haben die Brandis gelebt? Eigentlich genau gegenüber. Es war schon klasse, einen Freund ganz in der Nähe wohnen zu haben. Und Will? Du und Will, ihr wart schon gute Freunde, ja? Ja, Will war super nett zu mir. Ich glaube, er war ein Jahr älter als ich. Er hat sogar seine Comicbände mit mir geteilt. Ich habe fast ganz Graditch erforscht. Ich glaube, darum stören mich die Ameisen nicht. Ich habe gute Versteckplätze. Und was ist mit Wills Eltern? Seine Mutter war auch nett. Sehr ruhig. Aber sie hat sich immer um mich und meinen Papa gekümmert, wenn wir drüben waren. Ich glaube, sie war traurig, dass meine Mutter nicht mehr da war. Wills Papa war... Naja, ich will dir nicht böse sein, aber er war irgendwie unheimlich. Wills Papa war unheimlich? Inwiefern? Er beobachtete mich und meinen Vater ständig. So als würde er uns nicht über den Weg trauen. Er starrte uns immer vom Fenster seines Hauses aus an und machte Notizen. Will hat gesagt, sein Vater war ein alter Soldat oder sowas, aber er mochte den Job nicht und ist aus der Armee ausgetreten. Und die anderen Leute von Graditch? Ja? Da gibt's keine. Ich habe noch eine andere Frage. In Ordnung. Was ist denn? Was kannst du mir über die Viecher sagen, die Graditch angegriffen haben? Da gibt es große, eklige Dinger, die auf 6 Beinen herumkriechen. Sie haben riesige Zähne und schnappen sich alles, was ihnen über den Weg läuft. Mein Papa nannte sie immer verdammte Ameisen. Naja, es war seine Bezeichnung. Ich nenne sie einfach Feuerameisen. Feuerameisen, so. Kann man sie auf irgendwelche spezielle Weise verletzen? Mein Papa hatte ein Gewehr, mit dem er die Dinge abknallen konnte. Aber er sagte, das seien die beklopptesten Ameisen aller Zeiten gewesen. Er riet allen, auf ihre Antennen zu schießen. Wie auch immer er das gemeint hat. Waren sie schon immer da? Nein. Diese Viecher sind erst in den letzten paar Monaten aufgetaucht. Zuerst liefen sie nur vor der Stadt herum. Aber dann kamen sie in die Stadt und... Naja, den Rest wissen sie ja. Ich hätte noch eine andere Frage. In Ordnung. Was ist denn? Wo ist dein Haus? Suchen Sie nach dem Haus in der Nähe des Schildes, das am Boden steckt. Es ist in der Nähe des Restaurants. Kaum zu verfehlen. Sehr schön. Okay, ich werde deinen Vater suchen. Wirklich? Das würden Sie tun? Vielen Dank. Mein Haus ist das neben dem großen Schild und dem alten Restaurant. Bitte. Finden Sie meinen Vater und bringen Sie ihn dazu, zurückzukommen. Gibt es hier irgendwo einen Unterschlupf für dich, während ich suche? Naja, da gibt's den kleinen Unterschlupf neben dem alten Restaurant. Papa hat mir gesagt, ich soll da wegbleiben. Aber ich glaube, es ist sicher. Ich gehe rüber und warte drin. Schnell zurück! Ja, hänge ich mich jetzt an den Jungen dran? Ich glaube eher nicht. Also dort entlang ging es dann zum Super-Duper-Markt. Und wir können auch erstmal den Jungen retten und seine Familie. Feuerameisen. Also wenn man bedenkt, was für Probleme wir gerade mit einer einzelnen hatten, sind mehrere nicht unbedingt die Ideallösung für uns.
Tja, jetzt müssen wir erst ein bisschen schleichen. Das Schlimme ist, unsere Schritte sind jetzt wesentlich lauter, als wenn wir normal laufen. Und unheimlicher durch dieses Geknirsche, das wir hervorrufen. Oh oh. Ich glaube, wir wurden gehört. Jetzt wurden wir gesehen. Weg, du bösartiger kleiner. Diese Viecher bedeuten echt Ärger. Ich glaube, da brauche ich wieder ein bisschen Hilfsmaterial. Und Stimpack. Oder zwei. Also auf diese Weise bin ich ruckzuck meine Stimpacks los. Ich muss mir da was anderes einfallen lassen. Hätte ich mir in der Stadt auch nur mehr Stimpacks besorgt. Okay, da kann man nicht rein. Das wird schon wieder spät. Geht aber auch schnell mit der Zeit. Jetzt vielleicht noch ganz schnell die Aufgaben umstellen. Den Vater finden. Dann können wir besser uns orientieren. Nee, schon wieder in diese meine Falle gelaufen. Und jetzt können wir uns besser orientieren und den Weg zu unserem Ziel besser finden. Ich habe das Gefühl, als wäre ich hier schon mal gewesen. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Pip-Boy können Sie diese direkt aufsuchen. Okay. Kanalisationszwischenbereich. Ist nicht ganz der Bereich, wo wir hinwollen. Zumindest laut unserem klitzekleinen Navigationsgerät. Müssen wir um das Gebäude rum. Den Kanalisationsbereich suchen wir später auf. Ich frage mich nur. Aha, Drainage. Megaton, Super Dupermarkt. Okay. Alles klar. Hätte mich vielleicht doch an die Fersen des Jungen heften sollen. Der hätte mich jetzt nämlich direkt in sicherem Wege zum Ziel geführt. Behaupte ich jetzt mal so ganz frech. Ja, da komme ich nicht hoch. Na super. Auch nicht hoch. Ha. Es gibt ja nichts Sicheres, als unter einer Brücke durch so eine Schlucht zu laufen. Ich hoffe, man hat den Sarkasmus rausgehört. Und irgendwer hat es hier echt gut gemeint. Wer auch immer diese Fallen aufgestellt hat. Oder diese Gitter. Das war nicht so gut. Das war besser. Noch ein paar Munition. Oh.
Der Tusch hat mich jetzt echt erschreckt. Ich habe nämlich gerade gedacht, es wäre jetzt irgendwer aufgetaucht, der auf mich ballert oder so. Das war nicht witzig. So, reparieren. Reparieren brauchen wir 30. Sprengstoffe brauchen wir 25. So. Dann hätte ich noch 2 Punkte übrig. Das hätte ich ganz gerne auf 50. Da können wir auch schwierigere Schlösser und derartiges knacken. Oh, Sprachen. Sprachen hätte ich gerne ein bisschen mehr Talent drin. Heller Kopf zum Zweiten. Dann würde ich noch mehr Erfahrungspunkte kriegen. Intensives Training und ich könnte ein Attribut steigern. Lady Killer. Gegner 10% mehr Schaden. Andere Geschlechts. Einzigartige Dialogoptionen. Okay. Little League Spieler. Das heißt, ich bekäme Nahkampf und Sprengstoffe nochmal 5% mehr. Vatersöhnchen, Medizin und Wissenschaft, Waffenfreak. Sie sind geradezu davon besessen, konventionelle Feuerwaffen zu nutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang, der könnte ich Waffen, Kleinwaffen und Reparieren steigern. Oder Dieb. Schleichen und Dietriche könnte ich bei Dieb steigern. Ich glaube, ich nehme mal Lady Killer. Naja, obwohl so fit sind wir in der Sache gar nicht. Wissenschaft und Medizin, Vatersöhnchen. Ja, das klingt eigentlich am interessantesten. Da wäre ich ganz gerne viel, viel besser. Deshalb nehme ich das jetzt mal. Das hier ist jetzt Whisky, Schnapsglas, Schnapsglas. Noch ein Schnapsglas, Whiskyflasche leer. Und noch eine Whiskyflasche. Super. Das sind Käfige, die aufgemacht wurden, um keine Ahnung, was zu veranstalten. Und schon sehr, sehr verwirrend hier. Tja, ein altes, ausgebranntes Auto. Ich muss mich langsam irgendwie in diese Richtung vorkämpfen. Sonst laufe ich an Vidic vorbei. Und das ist nicht Sinn der ganzen Aufregung hier. Bleib mal hier oben. Nicht, dass unten ein Gegner auftaucht und ich laufe ihm in die Arme und kann mich nicht mehr gegen ihn wehren. Oh oh. Was war das? Ist doch irgendwas oder irgendwer durch eine Mine gelaufen oder eine Granate oder irgendwas beschossen worden. Ah, da läuft er doch. Naja, sieht nicht gesund aus. Den lasse ich mal weiterlaufen. Der könnte uns bemerkt haben.
Gut, weit genug weg. Sind wir hoffentlich endlich. Tür zur Außenstelle. Schauen wir doch mal rein. Das sieht bestimmt interessant aus. Oh, und wieder raus. Oh, da kommen sie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau so. Hat er jetzt seinen Kumpel getroffen, oder? Au, 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 au. Nicht hauen. Ich bin... Genau so. Ich bin harmlos. Nicht schlagen. Na, reicht's schon? Ja, eigentlich schon. Ein Glück, es gibt diese Art Pausenfunktion. Da muss ich mal gleich ein Stimpack 2-3 einwerfen. Ist zwar nicht ganz realistisch und so, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, mich am Leben zu erhalten. Und wir wollen doch auch ein bisschen mehr sehen, außer diesen netten, freundlichen Zombies oder was ihr seid. Ödländern, die auf einen eindrechen und... Oh nein! Ich höre sowas wie Getrippel und Getrappel. Oh nein, habe ich mich geirrt vielleicht. Holzhammer, der ist vielleicht gut. Ich bin sicher, ich höre dieses Getrippel und Getrappel. Ja, da ist es. Waffen. Der Holzhammer ist viel besser als das, was ich hatte. Können wir den Baseballschläger endlich verkaufen? Wo habe ich eigentlich den anderen niedergeschlagen? Nur den habe ich ausgeraubt, das ist in Ordnung so. Da drüben. Nehmen wir alles mal mit. Mit der Ameise lege ich mich erst später wieder an. Geht dann lieber erstmal in Sicherheit in das Haus hinein. Hier ist noch jemand drin. Den Blechteller können sie behalten vorerst. Bleirohre scheinen richtig was wert zu sein. Meine Schraubenschlüssel nehme ich einfach mal mit. Man weiß ja nie, ob man irgendwelche Werkzeuge tatsächlich mal braucht. Milchflasche. Ich darf mich nicht mal mit dem ganzen Müll belasten. Das ist kontraproduktiv. Wunderkleber und ein bisschen Material. Sehr schön. Terpentin, das hat sogar Wert. Blechdose. Noch mehr Terpentin. Noch mit Blechdosen. Okay, gut, weiter geht's. Eile nehmen wir mit. Scotch, jawohl, Scotch.
Scotch ist gut, das bringt Geld. Das kommt mir so ein bisschen vor wie bei Skyrim, wenn man da anfangen muss auszusortieren. Oho. Ein Lasergewehr. Müsste man damit nur noch schießen können. Ah, 75% braucht man, um diese Munitionskiste aufzukriegen. Die hier nicht. Nehmen wir mit. Mal ein Bett zum Schlummern. Und es gibt irgendwo noch jemanden, der uns eine auf die Mütze hauen will. Weiß, es ist noch einer da. Also ich habe den nicht umgebracht, da bin ich sicher. Vielleicht Altersschwäche, weil ich so lange gebraucht habe. Okay, tja, du bist da drin, ich bin hier draußen, also werden wir uns wohl erstmal... Ah, Mini-Atombombe, nicht schlecht. Hammer, Knochensäge. Werden wir uns erstmal nicht prügeln, das kann ich dir gleich sagen, junger Freund. Und noch habe ich keinen Grund, mich mit dir anzulegen. Quantum-Cola. Kampfmesser. Ja, Schraubenschlüssel habe ich schon. Wunderkleber. Ein leerer Schreibtisch. Das kann man mitnehmen. Kampfanzeiger. Ach, man sieht ja gar nichts. Da fliegst. Dann, während er auf der anderen Seite steht, ich hoffe, das bleibt so, kann ich mich mal hier um dieses Terminal kümmern. Okay. Ich kann ihn durch den Zaun erschlagen. Oh, mein Arm. Komm. Erwischt. Er kommt nicht näher. Er will nicht. Nein. Ha. Ich habe den ersten Supermutanten erledigt. Das ist gut, okay. Das war nicht fair und das war nicht schön. Aber ich habe es geschafft. Aber wie komme ich jetzt an den dran? Ich hätte ihn auch ganz gerne geplündert. Na gut, beim nächsten Mal. Staubsauger. Wieso schleppe ich einen Staubsauger mit mir rum? Ich habe sie wirklich nicht mehr alle. Da gibt's noch was. Okay. Da sind nur ein paar Gläser. Nichts, was hier irgendwie... Gut. Egal. Wenn ich was übersehen habe, könnt ihr mich schelten. Was Sinnvolles zumindest. Dann nehme ich das so hin. Waffen. 3 Lasergewehr. Und 4 Pistole. Oder beziehungsweise lieber 3 Pistole. Und 4 Lasergewehr. Macht mehr Sinn.
Hier habe ich jetzt Pistole. Diese Waffe ist in schlechtem Zustand. Sie ist weitaus wirksamer, wenn sie repariert wird. Sie können Gegenstände in Ihrem Pip-Boy selbst reparieren oder einen Händler aufsuchen. Für die eigenständige Reparatur müssen Sie die Teile einer ähnlichen Waffe verwenden. Okay. Ja, der Zustand ist wirklich übel. Aber ich wollte eigentlich nur mal die Waffe sehen, wie sie aussieht. Gut. Bleiben wir erstmal bei dem Hammer. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ich könnte versuchen, darauf zu klettern. Zumindest würde ich dann dieser... Ah, ja, super. Dieser Ameise entgehen, die schon unten diesen kleinen Kanal hinaufgestapft war. Und die eigentlich nichts außer Ärger bedeuten würde. Ich glaube, ich muss noch genug von diesen Ameisen besiegen. Und das würde ich ganz gerne dann tun, wenn ich gesund bin, ordentlich Bewaffnung habe und ja, der Ameise einfach an sich in allem überlegen bin. Da sind wir noch ein Stück von entfernt. Hm. So friedlich, so ruhig. Kein Gehupe, kein menschliches Gemurmel, nur ein bisschen Grillengezirpe. Beängstigend, würde ich sagen. Welcome to Greylage. Schön, schön. Bin da, wo der Junge zu Hause war. Zumindest für eine Zeit. Ich habe hier doch was knirschen hören. Ich höre es wieder. Irgendwo läuft so eine Ameise rum. Oh ja. Da ist sie. Okay, jetzt weiß ich, warum die Feuerameisen heißen. Das ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair. Okay, da brauche ich erstmal ein bisschen Hilfsmittel. Sowas wie Stimpak. Nehmen wir noch ein Stimpak. Ich habe nicht mehr viel Munition. Jetzt locken wir sie mal her. Vielleicht können wir sie gleich im Nahkampf erschlagen. Ha! Okay. Da ist noch mehr unterwegs. Oh oh. Ich höre sie, ich kann sie aber nicht sehen. Ah gut, sie sehen mich anscheinend auch nicht. Ich gelte als versteckt. Dann hocke ich mich mal hier zwischen die Autos. Und übere und zittere bis zur nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.